Der Samstag ist bei Rock am Ring immer so ein Knackpunkt. Immerhin haben hier alle schon den ersten Tanz hinter sich und der ging gestern am Freitag ganz ordentlich in die Beine. Um deswegen heute nicht im Campingstuhl zu versacken, braucht es vor allem eins: Motivation. Oh, war geil, ich hab wieder Bock auf mehr. Toll. Ich weiß gar nicht mehr so viel von gestern, aber war klasse. Ich war kurz kalt duschen, hab erstmal hier Gehirnfrost gekriegt, als ich meine Haare gewaschen habe. Aber danach erstmal ein Frühstückstrichter, würde ich sagen, oder? Mama, du wärst stolz auf mich. Ja, ja, entweder Frühstückstrichter oder Yoga. Da gibt's auf Campingplatz 2 tatsächlich eine Truppe, die macht Yoga, aber im Rock am Ring-Stil. Mit Dosenbier und zu einer verhältnismäßig schwierigen Uhrzeit. Sinn und Zweck ist eigentlich nur, die Leute ein bisschen zum Lachen zu bringen. Und, weiß ich nicht, die Leute um 10 halt zusammenzutrommeln, dass sie endlich aus ihren Zelten kommen. Und halt das erste Bier schon mal, sich schon mal schön schmecken lassen. So wachgetrommelt erscheinen heute tatsächlich die ersten Fans, lange bevor die ersten Bands überhaupt auf der Bühne stehen. Also Motivation nicht nur gesucht, sondern auch gefunden. Wie kriegt man sich so früh schon motiviert, jetzt wieder hier zu sein? Alter. Ah, okay. Alter. Das ist mein erstes Mal heute. Rock am Ring ist Motivation genug. Mehr brauche ich nicht. Prost. Immer den Pegel halten. Aber die Stimme ist auch weg. Bleibt ja nichts anderes übrig bei dem Wetter. Man muss ja alles auskosten, was man hat. Also immer Angriff. Heute stehen immerhin noch ein paar Tänze an, zum Beispiel bei den Donuts. Und danach eben wie immer bei Rock am Ring, solange die Tanzbeine tragen.